ich auch. Ja. Ausschließlich. Es muss die Farbe gewesen sein, richtig? Ja. Richtig. Ich meine, was denn auch sonst? Eben. Gut, dass wir eben grün genommen haben. Das war bestimmt schon eine gute Farbe. Ja, es hat letztes Mal auch gut funktioniert. Bleiben wir dabei. Ja. Werdet schon sehen, was ihr davon habt. Okay, das ist so semi-gut verteilt, aber doch einigermaßen durchmischt wenigstens. Ah, jetzt geht's. Mein Gott. Das Bild hat sich bei mir nicht angezeigt, jetzt erst. Ja. Suzuki. Wurde. Ach nein! Ja! Ich habe vergessen, den Baseballschläger zu limitieren. Ich lebte. Er hatte ein erfülltes Leben. Ja. Wenn es auch kurz war. Es war kurz, aber schön. Hui! Hat sich ja gelohnt. Ja, 30 Schaden haben wir, so super. Weißt du, Marc, das ist ja Green Lantern, ne? Grün konnte doch nur durch Gelb besiegt werden oder so. Ja, kann sein. Alter. Ich habe eine Vermutung, dass da vielleicht zwei Minen lagen. Die linke habe ich gesehen, aber dass da in dem oberen einer war. Oh Gott. Schön. Ach, da oben. Aber ich kann nichts machen. Vielleicht ist Gap doch nicht so gut. Nee, ich glaube nicht. Na, bisher haben wir uns ja noch zusammengerissen, ja. Ja, richtig. Das kann ja was werden. Was hast du vor, Unlust? Treffe ich doch nie. Womit denn? Was willst du überhaupt nehmen? Achso. Boah, das geht. Aber grundsätzlich geht das. Ja, aber... Boah. Das war daneben. War auch daneben. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt noch in die Mine rein. Nee. Bitte darum. Finde ich nicht so schön. Natürlich. 6 Ninja-Seile erhalten. Mit den Dingern kann ich nicht umgehen. Da ergänzen sich Gunnar und du gut. Er kann mit dem Ninja-Seil, dafür nicht mit dem Jetpack. Dafür kannst du das Jetpack besser. Eigentlich wäre es ja auch cool, wenn man jetzt als Team gemeinsam einen Waffenpool hätte. Ja. Aber es hat ja trotzdem immer noch jedes Team so seinen eigenen. Ja. Ja, wenn einer eine Crate einsammelt, dass der andere das dann benutzen kann oder so. Ja, richtig, aber das heißt auch, wenn es nur eine heilige Granate gibt, können beide nur eins einsetzen. Ja. Der steht da oben. Das muss ich halt mehr absprechen. Genau. Was ist denn hier? Was ist denn da? Warte mal, da ist doch irgendwie... Oh! Das ist ein Krümel. Den habe ich nicht gesehen, weil die Schrift von Suicide Steve davor war. Krümel, sagt er. Das ist schon ziemlich groß. Mhm. Ja. Schon ein ganzer Keks. Uncool. Ich sage dazu nur eins. Oh, oh. Hm.
Invincible Igor ist da unten. Ja, das ist ja sehr invincible, aber. Du kriegst Fallschaden. Ja, der Fallschaden ist ja echt extrem, ey. Du kannst keine 5 cm hoch hüpfen. Ja, aber bei dir viel sieht das immer viel extremer aus als bei anderen. Ja, ist es auch. Die Kiste steckt aber schön am Boden immer. Ja, ne? Ich finde die auch wundertoll. Dun, 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 dun. Oh, nee. Mach ihn weg, dann hört es auf. Dann winkt dir sogar. Hallo! Oh nee. Boah, diese doofen Namen hier überall, ne? So. Ja, irgendwie klappt die Taste zum Ausblenden noch nicht. Welche Wert ist denn? Das weiß ich eben nicht. Ich hab's mal irgendwie gemacht, aber ich weiß nicht wie. Na, egal. Ah, den kannst du raus baseballen, ne? Ja, wenn ich nebendran stehen kann, ja. Ah ja. Und tschüss. Kommt mir schon entgegen. Hi. Hi. Ich hab gehört, du hast ja Alina so ein hartes Ding ins Gesicht gehauen. Mhm. Die wollte das. Ahahaha. Wow. Da freut er sich. Der ominöse Oscar ist dran. Guck mal, die Rina, die schreit nach einer Mine. Tut sie das? Mhm. Hörst du da mehr als ich? Ja. Hallo. Wunderbar, wunderbar. Sie guckt sich sehr genau an, die Mine. Alter, was kommt da alles? Alles. Oh, Vorsicht. Ich dachte schon, zündet die nicht mehr, oder was? Manchmal dauert das echt ewig, ne? Hängt der da unten drauf, ey, auf dem Saftpäckchen? Ja, richtig. Der olle Saftsack.
Ich weiß ja nicht, ob man Rucker an den Baseballschläger hast nicht mehr, ne? Ob man die da drüber geschlagen kriegen würde, wenn man sehr hoch zielt oder so. Schwierig. Aber dann fliegt sie vielleicht nicht weit genug, ne? Ja. Und ist wieder eine sehr genaue Timing-Geschichte. Ich hatte erst überlegt, ob ich mit dem Jetpack rüberfliegen soll und den Palmaris einfach in eine Mine schubsen soll. Aber es wäre dann auch gefährlich für mich. Ja, das stimmt. Deshalb werde ich mir das Duo Kawasaki da unten vornehmen. Oh ja. Die bitten ja auch darum. Richtig. Ah, die bleibt oben liegen, glaube ich, ne? Ja. Ah, nee. Oh. Sekunde, sogar zu weit. Oh nein. Roll weiter! Scheiße. Zum Donnerwetter, der hätte sich gefreut. Ah, Mist. Ja. Tja. Wieder klappen können, scheiße. Was? Okay. Los, du Saftsack! Ey, das ist hart unnett von dir, weißt du das? Oh nein! Yes! Voll gut! Sehr schön. Ich glaube, ihr solltet gleich wieder zu Rot wechseln. noch haben wir hier nichts gerissen. Mal sehen. Ja, schon viel zu viel. Kann auch viel daneben gehen. Das ist richtig. Warum näherst du dich der Mine so gefährlich? Was machst du da? Was hast du vor? Lass es sein. Aber ich mag die. Ich hab Angst. Kann ich bei einem von euch mitspielen? Roter Knopf. Ich drück immer rote Knöpfe. Hui. Ui. Er hat das Rad bewegt. Ist kein Laufrad. Anscheinend doch. Nein! Nicht nett. Oh, ich finde schon. Und das waren immer noch Kisten. Die Support-Ecke, ey, das ist die. Der Klassiker. Ja, wobei, ich finde, wenn man mit der Granate, mit der Bazooka so richtig umgehen kann, sind die ganz schön übel. Ja, und die hast du halt unendlich oft, ne? Ja. So ist gut. Ach, schade. So blödes Geld überall. Genau da oben die beiden Grünen, da, die brauchen das. Ja. Das ist richtig. Was? Yes!
Gott. Okay. Ernsthaft, ey. Der wäre eh bald gestorben. Alter, das, ich muss, Alter, ich bin, boah, das, warte. Hm, was? Hm? Erstmal hier warm werden, ey. Sehr vorsichtig. Alter! Das war höchstens ein Millimeter, der jetzt wieder zum Sturzschaden gefehlt hat. Oh, yes. Da ist er ja. Ja, aber du kannst oft lieber 2 Schussschaden kriegen als. 34 Explosionsschaden. Ja. Ja. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was ich da oben eingesammelt habe. So eine Nachlässigkeit. Ja, das macht immer Spaß. Oh. Nee, die ist nicht tot. Nee, das nicht. Kurz vorher habe ich reingefetzt. Was war denn das für ein Stunt? Ich dachte, es reicht noch, um nach oben zu kommen. Na, wenn man noch so 7 oder 12 hat, dann überschätzt man echt, wie viel das ist, ne? Ja. Sah ganz nett aus, aber hat nicht geklappt. Hast du gut gemacht, Fienlein. Oh Gott. Erstmal da links springen sollen vom oben, dann hätte er auch gesegelt. Sehr gut. Ah, da klappt ja mit dem Seil. Einfach 2-mal Schrotflinte auf Welleck, hä? Bingo! Sehr schön. Ah. Oder auch nicht. Scheiße. Natürlich. Die Bahn hatte Verspätung. Alter, was stimmt nicht mit der Höhle da unten? Das ist ja unfassbar. Ah, schade. aber Marc, du weißt, was du da Schönes machen könntest da nächste Runde, ne? Ja, einiges. Nee, da kann er gar nichts machen. Ja, den kriegst du mit dem Baseballschläger aber da nicht raus. Selbst wenn, dann bleibt er an dem Krümel da oben hängen. Schön selbst ein mitgehen, aber nicht viel. Ja, leider ein bisschen ungünstig, aber so ist es halt.
Die Krümel haben sich gegen uns verschworen. Na, er macht wieder seine Radspiele da. Klar. Mhm. Ich rufe den Timer noch mal ein bisschen hoch, bevor du dann wirfst. Damit du noch rechtzeitig wegkommst, meine ich, weißt du? Naja, also das reicht. Wie dreht man den hoch? Mit der Sekundärtaste, also mit Y. Nein! Wenn man den in der Hand hat, oder wenn man... Ja, genau. Okay. Oh, es gibt dem 9 mit. 19, auch nicht schlecht. Wenn schon, dann schon. Immerhin, noch was. Es gibt Feuerwerk. Das will ich hoffen. Da ist ein Loch im Fels. Ein kleines. Dreck, ey. Was denn? Ich weiß nicht, was ich tun soll. So viele potenzielle Opfer hier. Seilspringen. Immer eine gute Wahl. Kann man nichts falsch machen. Oh oh. Ah, sehr schön. Kriegt Rina auch noch was ab. Wunderbar, wunderbar. Wieso spawnen die Health Crates eigentlich immer, bevor die anderen da dran sind? Das ist ja unfassbar. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Muss an der Farbe liegen. Ja, genau. Die alten Hacker. Mhm. Das sah irgendwie episch aus. Erst Schwung und dann auch ablassen, weißt du? Er hat Angst vor seiner eigenen Courage gekriegt. Ja. Ja, recht wahrscheinlich gut halbe Kraft, denke ich mal. Unbedingt aus dem Maul, oder? Ja. Ah. Er schreit so ein bisschen danach, ne? Schon. Haut mir aufs Maul! Haut mir aufs Maul! Ist bei dir kaputt. Oh, da habe ich eine Idee für einen neuen Namen. Was? Egal.
Haut mir aufs Maul, heißt der nächste Wurm. Nee. Ich würde dir gerne den Bellic abknallen, aber ich habe Angst, dass ich dich dabei treffe. Ich weiß nicht, wenn du auf meinem Kopf stehst, ob es dann zu dich dran? Ja, ich glaube schon. Ist ja auch lächerlich, wenn nichts zwischen dir ist und wieso macht die Schrotflinte dann Schaden auf den Schützen? Das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Ich bitte dich, wir reden hier von Worms. Ja, so ein Schrot auf Ruka oder so. Dann hast du halt 9 noch danach, ist auch nicht verkehrt. Ja. Dann kriegst du vielleicht durch irgendwelchen Sekundär-Damage auch manchmal schon genug. Okay, soweit so gut, hä? Ja, läuft gar nicht mal so übel bisher. Das kann sehr schnell sehr böse enden. Ich weiß. Das wird auch meine Hoffnung. Jetzt will er es wissen. Der Noah hat keinem was getan, der steht da nur rum und trinkt seinen Juice. Weil der Haken war, Felshaken hat ihn gerettet. Ja. Weil er jetzt wieder im Wasser hängt. Ja, und 50 Schaden sind auch nicht zu verachten. Ich muss hier mal eine Hinrichtung vollziehen. Yes, ich bitte darum. Nicht Malek! Ich war hier immer ein Nevio-Fan. Du Monster! Wie kannst du noch in den Spiegel schauen? Beste Aussage des Abends. Ja. Bisher, was ist unsere erste Runde? Beste Aussage des Abends. Das ist eine sehr gewagte Theorie. Kann man einfach nicht mehr toppen. Warte. Dynamit will sie töten, glaube ich. Nur Schaden, ja. Wenn noch hast. Ja, habe ich. Dynamit macht immer so eine 40er, ne? Mit Fallschaden noch dabei, ja. Könnte. Oder nee, Dynamit. Dynamit ist stärker. Oder? Dynamit ist stärker, ja. Ja. Na gut, aber mit dem Fallschaden zusammen, wenn sie weggeschleudert wird, ist wahrscheinlich so oder so rein. Irgendwo hin. Ins Wasser, oder? Ja, ist ja so doof, aber. Stimmt, im Wasser gibt es keinen Sturzschaden. Nicht schlecht. Irgendwo hin. Aber wahrscheinlich lande ich auf dem Rad und krieg dann doch Schaden. Das macht nichts. Der Grundschaden des Dynamits sollte eigentlich schon reichen. Ja, danke. 57 hast du schon gekriegt, ja. Und dann nochmal 4 Schaden, das war 61, richtig. Wunderbar. Nope. Aber der Gunnar hat doch so viele Würmer. Ja. Ja, aber der Noah ist dabei trinken, das gefällt mir nicht. Wie sie fleht, nein, bitte nicht, was ist da los? Ja, vielleicht kannst du Rina noch eine mitgeben oder so, ne? Ja, das wäre so. Wobei da rechts runter ist halt schon. Und darunter wird noch gehen, aber der zweite Jump runter. Ja. Wird wahrscheinlich kritisch. Ja, du, was heißt, das wird eh nichts. Bevor ich mich da in halbtot stürze. Die arme Insel, hör mal. Mach dir lieber um deine Würmer Sorgen. Um deinen Noah. Eigenen Wurm.
Aber andererseits, wenn ich den da raushole und der irgendwo anders steht, dann ist er beim nächsten Angriff auch tot. Insofern ist die Frage, ob es sich lohnt, den da zu retten, ne? Nee. Eine Runde dafür aufzuwenden. Also. Außer er kann dann da irgendwas. Ich glaube nicht, reißen. Dass sich das lohnt. Tja. Dann mal los, Gunnar. Oh. Das sieht irgendwie gar nicht gut aus. Ich weiß nicht. Ja. Oh, oh. Bin doch hier. Nee, danke. Ah. See you later, Alligator. Aber voll auf den Kopf, ne? Juhu. Ich hab 25 Sturzschaden gekriegt, Alter, was? 175. Lecco mio grande. Nee, ich glaube nicht, wenn der andere mich jetzt. Nein, Suicide lebt noch. Das ja, Leben nennt's. Dann ist noch. Dann ist es gut, ja. Jetzt kann ich immer direkt Helf einsammeln, natürlich. Ja, klar. Was denkst denn du? Den ominösen Oscar oben kriegst du mit einem Baseballschläger mit einem Schlag raus. Ja. 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 Die Frage ist, wo gehe ich denn dann hin? Einfach nach unten springen, passt schon. Richtig. Zumindest hat sie dich nicht mit einem Schlag rauskegeln können. Ja. Nein. Und weg ist er. Nein. Tja, das ist blöd. Dong. Ich hab der Gunnar was gegen Gummis. Oh, da, 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 da. What? Wow. Was machst du da für Hex? Ja, nicht schnell genug reagiert. Nein. Nee, das wollte ich nicht. Wolltest du zeigen, wie cool du springen kannst? Yes. Uff. Nein! Wow, 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 wow. Nein! Alter, das ist jetzt nicht wahr, ne? Aber zu viel Schaden. Ah, das reicht. Leider tot. Sehr gut. Gelb ist unsere Farbe. Aber Arschknapp. Zwar Sacksch- mit 3 HP Schützer da, weißt du? Mehr als genug. 2 mehr als ich gebraucht hätte. Schlecht. Herrlich, herrlich. Marc, ich glaube, unsere Strategie wird jetzt nächste Runde aufgehen. Jetzt haben sie uns besiegt und jetzt können wir sie umso heftiger zurückschlagen. Nein, richtig, nein. Genau, das richtig. Das funktioniert so nicht. Warte mal ab gleich. Das wüsste ich aber, wenn das so wäre.